Ja, mein Name ist Gernot Ritter, bin Architekt aus Graz, habe dort auch mein Büro mit meiner Frau gemeinsam. Ja, wir haben drei Kinder und es ist immer recht lustig bei uns im Büro und haben sehr viel zu tun. Bei mir ist es so, ich bin freischaffender Architekt aus Graz und habe schon das Zielstadion geplant, wo wir sehr intensiv mit dem SV zusammengearbeitet haben und da hat sich eine sehr fruchtbare Arbeit gemeinsam ergeben und sind dann aufgefordert worden oder dürfen auch jetzt die temporären Bauten, Tribünenanlagen, Medl Plaza in Schladming, in der Stadt Schladming errichten und betreuen, sage ich jetzt einmal, diese Ski-WM ein bisschen im Design- und Architekturbereich. Mein Name ist Christa Harald, ich komme aus Irtning und ich bin bei der Weltmeisterschaft für den Bereich Umwelt und Entsorgung zuständig. Dieser Bereich umfasst die ganze Versorgung und Entsorgung und die Regionalität in diesem Bereich. Unser Hauptaugenmerk liegt natürlich auf der Präsentation für unsere Gäste. Wir wollen unsere Region dementsprechend unseren Gästen präsentieren in diesem Bereich der Umwelt, der Regionalität. Das heißt, auch im Versorgungsbereich wollen wir so nachhaltig wie möglich handeln, so regional wie möglich handeln. Alle unsere Partner sollen aus der Region kommen. Mein Name ist Dieter Bosch, bin normal beim Österreichischen Skiverband, Direktor Leistungssport und bin hier in Schladming zuständig für die Akkreditierung, was ich auch bereits bei der letzten WM in St. Anton gemacht habe. Ich bin verheiratet, habe drei Kinder, bin eigentlich ein geborener Niederösterreicher, habe jetzt 35 Jahre in Tirol gelebt und werde meinen Alterssitz dann in der Steiermark im Murtal haben. Die große Herausforderung in Schladming ist, optimale Arbeitsbedingungen für jene Leute zu schaffen, die wirklich hier arbeiten, das sind vor allem die Medien. Nachdem der Zielraum sehr klein ist, ist es eine sehr große Herausforderung. Mein Name ist Hermann Gruber, zuständig für den Regionaltourismusverband Schladming-Dachstein. Während der WM sind wir zuständig für alle WM-Buchungen, das heißt für die Buchungen unserer Kunden. Da sind wir mit unserem Team, da ist die Barbara im Team, da ist die Melanie im Team. Wir machen alles, was das Thema Zimmer ist, das heißt, wenn ein Journalist, wenn ein Sponsor, wenn ein Direktkunde bei uns buchen will, dann sind wir für die gesamten Unterkünfte zuständig. 34 Jahre alt, verheiratet, habe eine kleine Tochter, die schon im Kindergarten geht und die sich schon recht auf die WM freut und schon jetzt heuer zum Skifahren angefangen hat, damit sie nächstes Jahr auch richtig Skifahren kann. Michaela Reichel, ich bin im WMOK für den Bereich Marketing und Verkauf verantwortlich, also alles, was um das Thema Werbung und Promotions sich dreht und um das Thema Ticketing, liegt in meinem Verantwortungsbereich. Wir entwickeln die Werbelinie, die Strategie, die Promotion-Ideen und dann in weiterer Folge natürlich auch die Umsetzung mit allen Partnern vor Ort, damit auch nach dem 17. Februar 2013 Schladming als WM-Ort in aller Munde und in aller Köpfe bleibt. Hallo, mein Name ist Paul Steiner. Ich bin verantwortlich bei der Alpinen Ski-WM 2013 für den Bereich Finanzen und Rechnungswesen. Gemeinsam mit meinem Team Madeleine Mühlbacher, Alexandra Bachler und Manuela Holzer bearbeiten wir Themen wie zum Beispiel Rechnungsprüfung, Buchhaltung, Bilanzierung, Controlling, Budget, Wirtschaftsprüfung oder Finanzierung. Also alles rund um den Bereich Finanzen. Die Alpine Ski-WM 2013 in Schladming ist das größte Sportereignis in Österreich seit der Euro 2008. Daher sind wir sehr froh, dass wir Teil dieses Teams sein dürfen und hoffen, dass wir viel Positives zum guten Gelingen dieses großartigen Projektes beitragen können. Daher freuen wir uns sehr auf das Skifestival mit Herz. Mein Name ist Thomas Woldrich. Ich bin verantwortlich für den Breitensport im Österreichischen Skiverband. Hier in Schladming zuständig für die internationalen Youth Camps. Wir laden über 100 Jugendliche aus aller Welt ein, nach Schladming zu kommen, an der WM teilzunehmen, Schladming zu erleben, die Steiermark zu erleben und das dann auch in die Welt hinaus zu transportieren. Und ich freue mich sehr darauf. Das ist eine besonders schöne Aufgabe, weil mit Jugendlichen zu arbeiten naturgemäß zwar nicht ganz einfach ist, aber dafür umso lohnender und umso spannender. Und natürlich ist es eine tolle Werbung für Schladming, wenn die dann ihre Eindrücke, die zweifellos fantastisch sein werden, mit nach Hause bringen.
bin Tiroler, wie man unschwer hören kann, komme ursprünglich aus Seefeld, lebe mittlerweile in Innsbruck und betreue, wie gesagt, das Referat Breitensport im Österreichischen Skiverband, was nicht nur Breitensport heißt, sondern auch ein sehr breites Spektrum an Aufgaben umfasst. Auch das ist eine schöne Sache, weil es nicht das ist, was im Rampenlicht steht im ÖSV, dafür aber quasi die Basis bildet für die ganze Arbeit der Vereine, für die Arbeit in den Skiclubs, die ja dann im Endeffekt dafür zuständig sind, dass wir oben irgendwann einmal auch eine Spitze herausbringen. Und die zu unterstützen in ihrer Arbeit, ist eine schöne Aufgabe. Ja, hallo, ich bin die Blim Katharina. Ich bin zuständig für Administration im WM-Büro, mache die ganze Assistenz für die Abteilungen. Ich bin 24 Jahre alt, wohne in Haus und ich freue mich schon sehr auf die Ski-WM. Gernot Ritter, Christa Harald, Dieter Busch, Hermann Gruber, Michaela Reichel, Paul Steiner, Thomas Woldrich, Blim Katharina. Reinhold, der ÖSV hat jetzt offiziell Station bezogen. Wir haben eure Mitarbeiter jetzt vorgestellt. Was ist zum ersten Mal deine Aufgabe bei der WM 2013? Meine Aufgabe ist seitens unseres Präsidenten ganz klar definiert. Ich bin verantwortlich für den Bereich der Organisation mit all diesen Bereichsleitern, die Sie vorher vorgestellt haben. Was jetzt seid ihr da? Was sind jetzt die ersten und vordringlichsten Aufgaben jetzt schon für Schladming? Wir arbeiten ja schon seit gut einem Jahr für die Weltmeisterschaft in Schladming, die ja eine wirklich einzigartige und unverwechselbare Weltmeisterschaft sein soll. Dafür ist ja das Team jetzt teilweise schon angestellt. Und die dringendsten Anliegen, mit denen wir uns jetzt zu beschäftigen haben, ist die endgültige Zielraumgestaltung. Das ist eine riesen Herausforderung durch die ganzen Neubauten. Wir müssen all diese Korridore, all diese Reglements, die uns seitens der FIS vorgegeben werden, unterbringen. Dann vor allem auch die Festlegung der VIP-Infrastruktur. Wir wollen zwischen 1.000 und 2.000 VIPs unterbringen. Das gehört alles geplant. Und dann ständige Abstimmungen mit den Medien und mit dem Sportbereich. Vor allem das große Thema IBC, International Broadcasting Center, das neben dem Medienzentrum errichtet werden wird. Das sind große Brocken, die uns jetzt bevorstehen. Ganz salopp gefragt, was haben die Schladminger von euch zu erwarten? Was erwartet ihr von den Schladmingern? Was die Schladminger von uns zu erwarten haben, ist ein tolle sportliche und wirtschaftliche Konzepte. Das heißt, wir wollen wirklich qualitativ sehr hochwertige WM-Bewerbe durchführen. Da darf überhaupt nichts anbringen und ich denke, dass der Bereich des Sports das auch im Griff hat. Dann natürlich eine super Werbung, eine weltweite Werbung für Schladming durch die zahlreich vor Ort anwesenden Journalisten und TV-Anstalten. Herwärts von den Schladmingern erwarten wir uns eine Identifizierung seitens der Bevölkerung, aber auch der Region, nicht nur Schladming allein, sondern auch die Region. Und hier gilt es auch unsererseits anzusetzen, all diese Leute, die hier im großen Bereich des Ennstals wohnen, mit ins Boot zu holen. Und wir haben uns da viele Aktionen überlegt, mit denen wir demnächst an die Öffentlichkeit treten werden, die ich noch nicht sagen kann, aber das werden tolle Geschichten werden, vor allem im Sommer. Und es soll sich ständig steigern, diese Projekte, bis dann der Höhepunkt mit der Weltmeisterschaft erreicht wird. Jetzt haben wir lauter sehr professionelle Mitarbeiter kennengelernt, aber auch sehr liebenswerte Mitarbeiter. Reinhold Zitz, was bist du, wer bist du, was freut dich, was macht dir Spaß, ganz persönlich? Ja, persönlich, ich kann das, was ich hier arbeite, als mein Hobby eigentlich betrachten. Ich mache das sehr gerne. Ich wollte das seit meiner Kindheit machen, Sport und Management verbinden. Und dass ich da eines der größten Events weltweit organisieren und durchführen darf oder mitarbeiten darf, ist eine riesen Herausforderung und ist natürlich ein Lebenstraum, der hier in Erfüllung geht. Und dafür werde ich auch alles dran setzen, dass unser ganzes Unterfangen und Unternehmen auch ein Erfolg wird. Ich denke, wir haben hier und heute Leute kennengelernt, mit denen eine WM mit Herz möglich ist. Dankeschön an alle. Vielen Dank. Sehr gerne, danke auch.